Pläne für eine der letzten großen Innenstadt brachen in Potsdam. Die Firmen Regeborg GmbH und Asentikon errichten ein Hotel in der Speicherstadt. Potsdam, 190 Zimmer, 80 Hotelappartements, 3 Sterne. Die Firmen Regeborg GmbH und Asentikon siedeln ein Neo-Hotel in der Potsdamer Speicherstadt an, auf einer der letzten großen Brachen in der Innenstadt. Wie ein Sprecher der Asentikon AG am Freitag mitteilte, ist der Baustart des Hotels, an dem die familiengeführte Hotelgruppe Novum Hospitality als Partner beteiligt ist, für Mitte 2019 geplant. Ende 2021 soll das Neo-Hotel eröffnen. Für die Hotelgruppe Novum ist das Hotel in der Landeshauptstadt bereits der bundesweit 40. Hotelbau. Wir freuen uns, gemeinsam mit Regeborg GmbH und Asentikon die Marke von 40 Projekten in Potsdam zu überschreiten und darüber hinaus einen weiteren und obendrein so rentablen Neo-Standort zu erschließen, sagte David Admenan, Chef der Novum Hospitality Gruppe. Am 11. Dezember hatte eine Jury, besetzt mit Vertretern der Landeshauptstadt, der Pro Potsdam, der Projektentwickler und mit freien Architekten nach einem konkurrierenden Gutachterverfahren einen Sieger gekürt. Die Fassadenarchitektur von Wolf, Architekten aus Berlin, wird einen tollen, neuen Akzent an diesem städtebaulich wichtigen Punkt in der Stadt setzen, erklärt Klaas Vollbrecht aus dem Projektentwicklerteam von Regeborg GmbH und Asentikon. In Potsdam ist die Zahl der Touristen im Jahr 2017 erneut gestiegen.